Hallo zusammen, mein Name ist Michael Vogt. Ich bin hier bei Seifer im Vertrieb für Schleif- und Poliersysteme tätig und wir möchten Ihnen heute ein paar Produkte der keramischen Fieberscheiben aus dem Hause VSM vorstellen. Dazu begrüße ich zu meiner Linken aus dem Hause VSM den Herrn Michael Langer, Schulungsleiter und ehemaliger Anwendungstechniker, wenn ich das so richtig weiß. Korrekt, vielen Herzlich Dank. Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Zunächst vielleicht mal wollen wir uns darüber unterhalten, was ist denn überhaupt eine Fieberscheibe und wie ist sie aufgebaut? Ja, dazu habe ich mal ein paar Folien vorbereitet, die können wir mal eben einblenden. So eine Fieberscheibe hat als Grundelement zunächst einmal einen Träger. Der ist, wie gesagt, aus einem Fibermaterial, nennt sich Vulkanfieber. Das ist ein mehrlagiges Papier. Auf diesen Träger bringen wir eine dünne Schicht Grundbindung. In diese Grundbindung streuen wir dann unser Werkzeug, das Schleifkorn. Und das wiederum wird dann umhüllt von der Deckbindung. Die Deckbindung umfasst das Korn, füllt die Zwischenräume aus und stabilisiert es sozusagen auf dem Träger. Für einige Anwendungen gibt es dann empfohlenerweise optionale Zusatzbeschichtungen, wie zum Beispiel hier die Topsize. Die Topsize ist eine Beschichtung, die die Reibung in der Schleifzone minimiert. Denn da entsteht die Wärme, wenn man sich das mal vorstellt. Hier ist ein Schleifkorn eingeblendet und wenn es den Span nimmt, entsteht dort in dieser Schleifzone eine große Wärme. Wenn wir eine zusätzliche Beschichtung um das Korn legen, wird die Reibung minimiert und dadurch gibt es weniger Wärmeeintrag in das Werkstück, aber eben auch in das Werkzeug und unserem Schleifkorn tut das nämlich auch recht gut. Wunderbar, vielen Dank, Michael. Wir haben uns für heute vier Produkte mal ausgesucht, die wir uns auch näher anschauen wollen, alle mit Keramikkorn. Ja. Vielleicht können wir sie gerade kurz zeigen. Da haben wir hier die XF 760, die XF 870, die XF 850 und die XF 885. Das sind die Produkte, die wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen wollen. Genau. Dann beginnen wir doch einfach mal mit der XF 760. Ist für mich, würde ich sagen, so eine Allround-Schleifscheibe. Ja, kann man sagen. Im keramischen Bereich auch, hauptsächlich eben im Einsatz bei unlegierten Stählen. Ja. Ja. Funktioniert auch auf legierten Stählen, wenn die Teile nicht besonders wärmeempfindlich sind, weil sie zum Beispiel sehr massiv sind. Ja. Okay. Dann würde ich weitermachen mit der XF 870. Das ist im Prinzip das Pendant zur 760, die wir eben gesehen haben. Nur hier, man sieht es auch an dem relativ knalligen Rot. Da ist die Topsize-Beschichtung drauf, die haben wir vorhin schon angesprochen. Also hier dann ganz klar der Vorteil mit der reduzierten Hitze auf dem Material. Genau, ist genau die gleiche Bauweise wie bei der XF 760. Keramikkorn aus der ersten Generation, aber wie du schon sagtest, mit der optionalen Zusatzbeschichtung speziell für die Bearbeitung von Edelstählen. Okay, dann haben wir noch eine Scheibe, die ebenfalls mit einer Topsize-Beschichtung ist, das ist die XF 850, ist allerdings ein Mischkorn zwischen Keramikkorn und Zirkonkorund. Ist so, sagen wir mal, auch ein sehr guter Allrounder, auch mit einer Topsize-Beschichtung. Bisschen, auch etwas bisschen kostengünstiger, genau. Das ist ja auch immer so der Punkt, wo man sagen kann, da haben wir nochmal eine kostengünstigere Scheibe, auch ein Keramikkorn, auch eine Topsize-Beschichtung, allerdings noch ein Zirkonkorund mit korrekt eingebracht. Genau. Ja. Wunderbar. Als letztes, und da sind wir dann, wir reden die ganze Zeit über die über das Keramikkorn der ersten Generation. Hier haben wir die XF 885. Das ist dann das Keramikkorn der zweiten Generation. Natürlich hier auch der Riesenvorteil, natürlich auch eine Topsize-Beschichtung. Ja. Und gerade hier auch für relativ harte Werkstoffe geeignet. Nicht nur harte Werkstoffe, sondern auch harte Anwendungen. Das heißt, wenn die Kräfte am Korn da mal ein bisschen größer werden, zum Beispiel durch Bearbeitung auf der Kante oder auf kleinen Flächen. Funktioniert übrigens perfekt mit dem Turbo Pad 2. Das ist das härtere Stützelement von der Rückseite, unterstützt das Korn dann maximal und dadurch haben wir ein hocheffektives Arbeiten und hohe Standzeiten. Diese XF 885 hat eine dichtere Streuung. Das heißt, wir haben mehr Keramikkorn auf der gleichen Fläche für eben diese harten Einsätze. Und wenn Sie weitere Fragen haben, vielleicht zu Ihrer speziellen Anwendung oder zum Einsatz spezieller Fieberscheiben, rufen Sie uns an. Weitere Produkte finden Sie ebenfalls bei uns auf seifer.shop.